Wilhelm ist motiviert. Hä? Also von dieser Technik habe ich noch nie gehört, dass du mit Kicken Felder nässen kannst oder bewässern kannst, Felder nässen, ja. Das habe ich noch nicht gehört. Ich meine, hey, vielleicht ist das möglich. Ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht aus, ich bin kein Landwirt. Vielleicht gehen die auch immer hin und hauen aufs Feld. Oh, jetzt ist es nass. Wilhelm, Alter. Der Wilhelm ist so geil, ey. Einfach mal das Feld kicken, damit's größer wird. Nass wird. Yes! Alright! Nice! So, Alter, die sind hier schon alle voll auf Action hier. Ich muss mal die Schokolade rausholen. Halt, warte, das kann ich doch wieder hier machen, da brauche ich nicht extra reinlatschen. Hineinsehen. Wo war die Schokolade? Hier. Gibt's hier eigentlich irgendein Ereignis heute? Nicht, ne? Doch, da, der Fugas-Ereignis. Machen wir doch gleich mal. Ich glaube, mit meiner Einsendung beim Frühlingsfest werde ich viele Punkte abräumen. Oh ja, ich habe die Melone auf Ding auf Stufe 3, ne? Nee, was war denn das? Yo. Irgendwas hatte ich auf Stufe 3. Fuka! Hä, aber ich dachte, das ist in der Schmiede noch. Egal. Passiert das jetzt so? Ja. Hä? Glänzig. Ah, ja, die wollten ja, glaube ich, glänzendes Essen kochen oder was war das? Sie ist voll aus dem Häuschen. Glitzer. Munakuna, das ist das Größte. Die ganzen verschiedenen Dekorationen sind schon spannend, was? Thanks. Ja, ist ja danke, dass wir dein Restaurant nutzen dürfen. Ich danke euch für die Ausrede, den absolut validen Grund für heute zu schließen. Okay, ich gehe dann mein Nickerchen halten. Wie geht das? Zeig es mir. Zuerst suchst du dir ein Törtchen aus, dann verteilst du die Sahne oder Ganache drauf. Dann suchst du dir die Deko aus und... Oh, fuck, was ist das? Fertig. Meins ist auch fertig. Ich bin auch gerade zu weit. Deins ist ja hübsch. Das sieht man, dass du das schon oft geübt hast. Deins ist aber auch süß, Lucy. Deins kann sich auch sehen lassen, Sinn. Thanks. Danke. Und meins? Boah, das ist echt kreativ. Ja, es spiegelt dich gut wieder, Fuka. Yippie, hier, probier du zuerst. Oh, shit. Ich? Viel Glück, Sinn. Dann mal los. Etwas anderes blieb mir wohl... Warum erinnert mich das voll an die Shion aus Slime? Mampf. Wie ist das denn passiert? Sie hat es doch nur verziert. Lecker? Ja, sehr lecker. Das war ein Kompliment. Ach, ich hab's. Das wäre doch ein gutes Dankeschön. Ich geh da doch und Martin auch welche bringen. Und von den Rest kriegen alle im Dorf etwas ab. Alles klar, wir brauchen neue Dorfbewohner. Verdammt, sie läuft schon los. Haltet sie auf, sie bringt alle um. Das wirst du doch bitter bereuen. Sinn, das wirst du noch bitter bereuen. Darum warten ja alle, es tut mir leid. Man muss zu seinen Fehlern stehen. Und wenn mein ganzes Dorf dafür opfern muss. Es war nett, euch gekannt zu haben. Aber euch brauche ich sowieso nicht. Hier noch ein anderes Ereignis? Nee. Naja, Priscillas Schwester kann wenigstens kochen.
Fuku ist halt eher so die knuffige Person. So, was haben wir hier? Stufe 1. Das ist Stufe 2. Stimmt. Alter, das ist Stufe 7? 7, 6, 6, 4, 2, 2, 1. Achso, das sind verschiedene, oder was? Alter, was zur Hölle ist denn das? Wo hab ich denn das her? Weißes Gras? Ich weiß schon gar nicht mehr, dass ich das hab. Wie schaut's hier aus? 1, 1? Ja, ich hätte halt mal... Stufe 5, Stufe 3. Ja, aber es zählt ja bloß Erntesachen, glaube ich, ne? Da muss ich bei meinem Blattspinat bleiben, der auf Stufe 3 ist. Ich kann zwar Spinat nicht ausstehen, aber hey... Das da rein und da kann das da rein. Okay. Habe ich es jetzt mitgenommen? Beide haben eine Dankfest. Überspringst du bloß die Tage oder wie? Oder wir waren jetzt gerade zufällig im selben Ding. Das Wetter heute ist wirklich großartig. Das Frühling ist eine Feste. Warte uns, bla bla bla. Wo ist denn die Prissy? Da ist die Prissy. Die steht immer an derselben Stelle. So. Nicht fressen, Sinn. Nicht fressen. Danke. Ist immer ein bisschen enttäuschend, die Reaktion. Aber hey, was wirst du denn machen? Wärme liegt sicher an unserem Körper und Seele. Das wird äußerst belebend. Eine Feste sind zwar nicht meine Spezialität, aber ich werde heute trotzdem mein Bestes geben. Bei was denn? Working hard. Am I tired? Feeling well? Tag heute nicht, das perfekte Wetter für Hausbesuche. Das ist der Frühlings... mitmachen möchtest, kannst du bis 11 bis 8 anmelden, das findet Festplatz statt. Ja, was sollen die zufällige Regeln durchgehen? Bitte erklär mir die Regeln. Die gelten für das Frühlingsanlehrfest. Alle Teilnehmer präsentieren eine selbst aufgezogene Pflanze und die beste gewinnt. Ach scheiße, ich muss die selber aufziehen. Ja, aber sie ist selber gespawnt bei mir. Möchtest, bring mir eine Pflanze, die du selbst aufgezogen hast. Und das war schon alles. Ich bin ja eh nicht, Alter, weil wer weiß, wer da hier schon viel besser ist wieder wie die anderen. You rang? Ich mag dich nicht. Terry, was ist denn mit dir los? Hallöchen, man muss sein Gehirn auf Trab halten. Wenn man aufhört nachzudenken, geht es nur bergab. Eine Versenkung fängt bald an, ich sollte mich lieber vorbereiten. Um 11, also ein halbes Stündchen. Sind hier wieder das Steinchen? So ist hier eigentlich nichts. Hello there. Was ist mit dir los? Heute ist wirklich schön draußen. Bist du bereit für das Frühlingsanlehrfest heute? Viele Teilnehmer haben es auf den ersten Platz abgesehen. Mich eingeschlossen. Ja, ich verliere sowieso, Mann, weil ich mich nicht wirklich darum gekümmert habe. Ich hab's. Gepflanzt, gegossen, abgesäbelt, verkauft. Los, jetzt mach hin hier oben. Wo ist die Scarlet eigentlich? Oh, warte, die steht ja auch mit dabei. Verbreitung fürs Rügenernefan ist echt Mühe gegeben. Mit meinem Beitrag kann niemand mithalten. Alter, redet mich nicht alle gleichzeitig an. Naja, muss ja selbst aufgezogen sein. Fühlt sich toll an. Alles geben wir mit Frühlings an der Fest zu gewinnen. Time to tackle another day. Have fun. Dass ich heute beim Frühlings an der Fest verliere. Schreib dir das hinter die Ohren. Work hard, stay on guard. Nee, nein, danke, nicht nötig. Kann ich jetzt da was geben? Ich meine, ich habe 2. Das heißt, dies für das Fest anmelden. Definitiv. Wir gehen jetzt ohne weitere Umschau das Frühlingsende-Fest. Wie sie immer alle bloß auf mich warten. Ja, dann kommt letzter Beitrag vor. Diese schöne Feldfrucht von Sinn. Frühlingsende-Fest, keine ist es so, aber das ist ja nicht so wichtig. Ja, mal genauer hinsehen. Das ist schon ein schönes Exemplar. Nun wollen wir die Qualität begutachten. Wunderschön, ich bin beeindruckt. Was, echt? Jetzt das Vorspiel erledigt und wir können dazu übergehen, den Publikumsliebling zu finden. Bereit?
Weg startklar. Wollte ich hören. Kannst du was sagen, nur zu. Ich bin bereit, loszulegen. Viel Glück. Gemüse ist eklig, aber Mama sagt immer, dass ich es essen muss. Wie macht man, dass es weniger eklig schmeckt? Man macht einen Topf drauf, man gibt es auch in ein Curry. Curry, ja, das ist eine tolle Idee. In einem Curry kann man alles reinmischen und es schmeckt trotzdem lecker. Dann frage ich Mama, ob wir heute Curry zu Abend essen können. So ein hübsches Gemüse. Sag mal, gehört es zu deinem Lieblingsessen? Nein, ich wollte nur gewinnen. Das dachte ich mir. Die Arbeit fällt dir bestimmt leichter, wenn es Feldfrüchte sind, die du gerne magst. Ich hasse Spinnen. Ich muss dich was fragen. Mal überlegen. Sinn, es gibt auf diesem Planeten so viele Gemüsesorten wie Sterne am Himmel. Warum hast du dich genau für diese entschieden? Weil es meine beste ist. Die Stimmen haben es befohlen. Auf Spinat? Weil es meine beste ist. Na, so eine Überraschung aber auch. Und ich hatte gehofft, dass du etwas Interessantes sagst. So, das war die letzte Frage. Damit ist die Bewertung abgeschlossen. Bitte wartet, werden die Ergebnisse errechnen. Das letzte habe ich verkackt. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Auf dem dritten Platz. Es ist der alte Mann, der keine Ahnung woher kommt. Mit 165 Stimmen. Der hat doch beschissen, oder? Also jetzt ernsthaft, der hat doch betrogen. Es gibt keine 165 Einwohner. Vielleicht bedeutet das, dass meine Fertigkeiten noch genauso gut sind, wie sie während meinen Abenteuer waren. Auf dem zweiten Platz. Wahrscheinlich ich, weil die letzte... Oh, Cecil mit 167 Stimmen. Thanks. Fuck you, Cecil. Ich hoffe, du fällst irgendwo hin. Oder dir rutschen die Ärmel beim Händewaschen runter. Dass ich vorher alles eingehend recherchiert habe. Ja, auf jeden Fall ein anderer. Ich habe ein schlechtes Ding. Ja, Terry, Alter. Terry, leck mich. Terry, du kannst mich, Alter. Terry, ich komm vorbei und hau dir... Ich schmeiß deine Pflanzen um. Keine Ahnung. That about sums it up. Ich hab... Hat er denn das letzte Ding auch gewonnen? Nein, das letzte Ding hat die Ding gewonnen, die... Ich hab vergessen, wie die Kleine heißt. Hina? Wow! War spitze, du hast gewonnen. Glückwunsch, Liebes. Congrats. Feiern, Mann, ich hatte keine Chance. Informationen sind, du warst mit 128 Stimmen außerhalb der Podiumsplätze. Ach, was? Ich weiß nicht mal, wo ihr so viele Stimmen herbekommt. Alle haben ihr Bestes gegeben. Man kann nichts verlangen, vergesst nicht, euren Preis abzuholen. Ey, warte mal, nimm mit. Hä? Oh, meinen Salat habe ich auch wieder bekommen. Wer damit? Oh, Brot! Nice. Miam, 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 Kochbrot. Nagebarsch-Sashimi. Ihr könnt mich alle mal. Gut, ich habe mich auch nicht wirklich drum gekümmert. Scheiß drauf. Spaß, bla, bla, bla. Vielleicht sollte ich okay. Ja, red noch einmal mit mir alle. Cecil, ich hoffe, du. Ich hoffe, du fällst irgendwo hin. Fascinating, is it not? Der hat eine Brille auf. Höchst interessant. Hallo Lukas, hast du in Notizen etwas Spannendes entdeckt? Oho. Ist ganz oben auf die Liste geschafft. Hä, was denn für eine Liste? Die Bürger von Rickbart und wie oft sie lächeln. Du lächelst in diesem Ort offenbar am häufigsten. Wirklich? Wie hast du das denn bestimmt? Ich habe daran gedacht, den Gesichtsausdruck aller, die ich in einem gewissen Zeitraum sah, zu notieren. Nach Analysen der Ergebnisse hast du den größten Anteil der Zeit lang gelächelt. Dich interessiert der Bewohner mit den geringsten Lächelquote Starrock. Huh? Du magst jetzt sowas Notizen? In der Tat, ich finde auch die kleinsten Details faszinierend. Swatter mal. Lese ich das richtig? Ja. Guten Abend. Das kann's auch sein. However. Ach, mir ist egal, was der eigentlich von mir will. Or at least it. Oh? Das nennt man wohl erröten. Wait a sec. Warte mal, was zur Hölle macht der gerade mit mir? Ich geh jetzt da das eine Ding halt machen. Auf geht's. Wir müssen dann auch mal die nächsten Feste machen. Die muss ich dann einstellen, damit man keins mehr verpassen danach. Also was hat mich jetzt da alles? Das kann alles in den Kühlschrank? Hä? Achso, ja.
bis da und das da kann daher. Dann gehen wir daher. Ich mache es da wieder neu. Wenn du Hallo sagst, werden dich sogar die Leute zurückgrüßen, die dich nicht mögen. Halt, warte, mein Zeug ist hier, was ich brauche. Halt, war das da? Ja, ich sollte, glaube ich. Mir persönlich geht's gut und das Game läuft gut. Auch wenn ich gerade im Frühlingswettbewerb verloren habe. Aber das war so oder so klar. Medizin herstellen. Erholungstrank. Heiltrank geht eh nicht. Da der. Noch mal 10 Stück. So, und jetzt gehen wir das eine Gebiet abgrasen. Wo war das da hinten? Aber ich kann mir natürlich auch nicht hinporten, ne? Verdammt, muss ich hinlaufen. Aber warte, zum Eingang kann ich mich porten. Nehme ich meine Leute mit? Nee. Ich gehe da alleine rein. Muss ich schauen, dass ich unterwegs dann vielleicht noch irgendwas finde, um meinen RP wieder aufzuladen. Was ist das? Das ist so eine versteckte Rübe, als ob ich nicht wüsste, was die sind. Aus der Bahn, Quapuzzis. Dann kann man ja wieder speichern wahrscheinlich. Ah, da ist so eine Pflanze, sehr gut. Weißt du, hier sind die Monster und die stehen halt einfach drin, wenn nichts wäre. Wow. Kein Problem. War schön, dass ihr da wart. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Es ist auch schon 12:30. Alter, die Musik ist cool. Ah, ich sehe jetzt schon fallen. Alte Basis des Banditenkönigs. Hey, das ist doch zum Zusammenhauen. Dachte ich mir doch. Alright. Ja, das war klar, dass das jetzt gleich nach dem einen drauf geht. Alright. Alter, was wird denn das, wenn es fertig ist? Wow, wow, wow.
Take that! Nice! Nee, nee, ich bin noch ein bisschen wach. Bis 2 Uhr machen wir auf jeden Fall. Dunkelort. Hier ist aber so nix, ne? Nee. Jupp, Elex 2 morgen dann auf YouTube um 23 Uhr. Yes! Gespannt, was wir morgen wieder machen. Xenoblade ist das Let's Play. Das kommt jeden Tag eine Folge. Die kommt nicht im Stream. Als ob ich nicht sehe, dass du Oh, ich habe jetzt die einzige Truhe, habe ich jetzt zerstört in dem verdammten Raum. Alright. Ah, da ist jetzt das für die blaue Tür. Ja, das über die grüne brauche ich auch. Nice. Yes. Alright. Alright. Warte mal, da bin ich hergekommen. Bin ich da hergekommen? Liste. Achso, das sind einfach nur Stöcke. Ah, da ist der Grüne. Fast hätte ich es schon. Ich hätte schon gedacht, ich kann da einfach durchlaufen, ohne dass irgendwas ist. Achso, es passiert gar nichts mehr. Wir sollten vielleicht die anderen Dinger noch abgrasen. Nice. Wow, was bist denn du? Take that. Oh Gott, er interessiert sich nicht dafür, wenn ich auf ihn drauf hau. Okay, und er dreht sich mit, wenn ich drauf hau. Alter, du bist mich jetzt. Ach komm, ey, was ist das für ein Scheiß? Skill up. Take that. Okay, geht eigentlich doch. Halt, da ist noch ein Gang. Was? Hätte ich nicht gesehen. Alright! Not nice! Yes! Dafür ist ein Troll da zum Trollen. Da ist das Rote gleich. Das sind mehrere Rote. Alter, da kommt ja Nummer 1! Oh shit! Alter, wo kommt denn jetzt der andere her? Take that! Alright! Take that! Du bist's. Oh. Kleiner wieder was dabei. Destroy him.
Solltest mal dringend ein Aggressionstraining machen. Das Monster gehorcht dir den Befehlen? Nein, warte, ich muss mit dir reden. Hat immer Kyubi mit, der hat bisher alles für mich erledigt. Ja, aber so ist es so langweilig, wenn die alles für einen machen. Also finde ich halt. Wer keinen Bock auf das Kampfsystem hat, ist es natürlich in Ordnung. Let's go! Take that! Oh, das ging fix. Ich muss ihr nach. Können wir es zerlegen? Nee. Yes! Was ist das da? Hallo, nimm's. Yes! Amethyste, das war kein Ring, das war ein. Nee, okay. Attribut Erde, Erde ist dann 50%. Ja, kann man machen. Alright. Da ist ein Feuerkristall. Wow, die kriege ich aus dem Ding auf. Hier. Schön die Bronze raus. Nice. Die sind orange, die sind neu. Oder ist das rot? Achtung, Büffelangriff. Ja, warte mal, das Ding ist irgendwie kaputt. Jetzt. Wow. Ach komm. Wow. Oh, da ist noch ein zweites Ding. Ach komm, ey, ernsthaft jetzt? Naja. Ich hab mich doch heilen sollen, Alter. Ich war mir wieder zu geizig mit den RP war. Wie findet ihr mich eigentlich immer in den Höhlen? Passiert. Hat Anna eigentlich sein Bart offen? Hör ich die ganze Zeit Raben? Ich glaube, Anna schon wieder in seinem Bart ist oder ob er vorne immer noch vorne auf dem Platz rumgammelt. Ja, war klar. Zum Eingang gehen, da müssten eigentlich in der Nähe müssten Kristalle sein zum Aufnehmen. Da. Ja, ist immer gut, dass da immer im Eingang meistens irgendwas steht.
Ja, hier oben noch. Oder was? Ja. Dann weiß ich noch, dass eine Blume vorne steht. Ey, nerv mich jetzt da nicht hier. Komischen Feuertrollis. Damn it!